ist Zeit für das letzte. Nein, jetzt ist es zu spät. Aber wir können wir müssen jetzt den hier angreifen. Das sind wir leider alleine. Okay, da wird kein Schuss mehr bauen können. Schicke ich meine Overlords mal hier hin. Quasi, da sind die Overlords. Wenn ich nur Zeit hätte, auch mal diesen Strahl zu benutzen. Aber das ist ja im Prinzip fast unmöglich. Wir werden es bald nur noch Kerrigan haben. Na komm schon. Findet, Amon. Ich fühle es. So. Dann kriegen wir uns mal nach hier oben. Ich würde gerne das hier einsetzen. Obwohl, sind wir ja schon vorbei soweit. Erstmal heilen wir uns. Oh oh. Wir haben jetzt so viele Einheiten verloren. Kann ich nicht gut heißen. Das ist meine Last. So, versuchen wir den gleich noch kaputt zu kriegen. Es wird geschehen. Ich werde nicht versagen. Oh oh. Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wo sind denn die ganzen Terraner und Fotos, wenn man sie mal braucht? Ich hoffe, wir haben nicht viel mehr Einheiten jetzt, weil mehr haben wir nicht. Wir haben die Dame einfach verloren. Man ruft mich. Und noch eine verloren. Die Kommandozentrale macht das nicht mehr lange mit. Sarah, uns läuft die Zeit davon. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir brauchen auch nur noch. Man ruft mich. Deine Freunde werden dafür leiden. Man ruft mich. Gehen wir erstmal hier hin. Dann heilen wir uns erstmal noch mal kurz komplett hoch. Also, Kerrigan kann er nicht hin. So ein Mist. Dann müssen wir zurück in die Terraner-Basis. Und ihr seht, ich suche jetzt gerade immer noch nach einer Drohne, aber ich bekämpfe keine. Den Feind. Da bekämpfe ich ihn nicht. Weil wenn jetzt nämlich Kerrigan stirbt, ich habe keine Ahnung, wo sie damit auftauchen soll. Ich bekämpfe den Feind. Lass das mal lieber. Lass den Feind gefallen bekämpfen. Also diese unsere Freunde. Puh. Sind wir gerade noch in mein Leben davon gekommen. Wir hätten von Anfang an deutlich mehr Viecher produzieren sollen. So, jetzt schauen wir mal, wo wir sind auf dem Weg dahin, ne? Ja, dann setzen wir gleich mal das hier ein. Damit hier schon mal keine Gegner sind.
können uns jetzt im Prinzip dahin teleportieren. Schupp, und schon sind wir da. Nur, das bringt uns natürlich jetzt nicht allzu viel. Wir müssen jetzt abwarten, bis der nächste Quiz. Also an den kommen wir jetzt mit Peregrine nicht ran. Wir können jetzt eigentlich nur warten, bis der nächste Kristall dann kommt irgendwo. Und ich würde sagen, wir schicken den Kriecher mal in Richtung dieses leeren Resses. Bin mal gespannt, ob sie dann dort wiederkommen können. Amons Ende steht bevor. Dann gibt's ein leeres auf. Terraner und so weiter. Geht mal dahin und macht es immer kaputt. Da haben wir natürlich noch gerade eine recht hohe Abklingzeit. Amon konzentriert sich auf meinen letzten Nexus. Krieger, evakuiert ihn, bevor er auseinandergerissen wird! Warum kommen denn da keine Kristalle mehr eigentlich? Unsere Kämpfe, all unsere Bemühungen dienen keinem Zweck. Wir leiden und sterben, um in Vergessenheit zu geraten. Ja, ich würde gerne dahin teleportieren, aber da ist ja kein Kriecher, ne? Kann ich ja keinen Kriecher setzen. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Der Jungs bleibt da. Ja, gut. Was sind das wirklich? Okay, wir können wiederkommen, auch wenn. Auch mit der Küche außenrum ist. Ist scheinbar gerade egal. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich werde nicht versagen. Bleib lieber mal da weg. Bleib lieber mal dahin. Ich kann nicht warten. Weil. Da können wir ja eh nichts mehr tun. Sprich mich ab. Ungültiger Befehl. Ja, da ist immer noch ein angreifbarer Kristall. Ich glaube, wir haben ziemlich. Also, ich nicht mehr. Hab noch einige Fehler gemacht. Oh! Ich sehe zahllose Universen. Wo ist er denn? Da ist er. Den greifen wir sofort an. So, und Heilung. Ich werde nicht versagen. Doch, ich muss sagen, es ist halt Heilungsfahrt. Ich höre den. Jetzt nochmal Heilung. Ich kann nicht. Und beide da hoch. Ja, gut, jetzt haben wir nur noch Peregrine.
Ein neues Zeitalter wird anbrechen. Warten, bis wir das wieder genug Energie haben und dann kann man das nicht mehr nutzen. Ein neues Zeitalter wird anbrechen. So geht das Ganze natürlich auch. Dauert zwar natürlich deutlich länger, aber. Das ist mein erstes Spüren. Dein Ende naht. So, jetzt müssen wir leider hier auf die. Boah! Und knöpft sich gerade meinen letzten Schwammgaster vor. Wenn er fällt, bleiben mir nur noch meine Armeen. Wir haben keine Armeen. Nur mal um das gerade so ganz kurz Platz zu halten. Ich kann nicht warten. Wir haben im Prinzip eigentlich nichts mehr. Ein neues Zeitalter wird anbrechen. Wir müssen diesen Kristall. Das kommt jetzt so rum, glaube ich. Karana, hier, guck angreifen, danke schön. So, ich kann nicht warten. Das ist mit mir. Jacksons Revenge. Unendlichkeit öffnet sich mir. Okay, also wir können es schaffen, trotz dass wir eigentlich im Prinzip komplett versagt haben. Erstmal machen wir nochmal kurz Untergang. Dann haben die Piraner nämlich Zeit, das ganze Konstrukte hier zu machen. Da muss ich hier hin. Bekämpfe den Feind. Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Es wird geschehen. Ich mach erstmal den Lernkissen nieder. Beziehungsweise Krieg. Jetzt ist ein paar Meter weit in die Richtung gestützt. Das ist meine Last. So, und gleich nochmal. Oh, Mist. Jetzt ist Zeit. Wir werden dich anhalten. Das ist meine Last. So. Mein Schicksal offenbart sich. Ich muss mal nicht heilen die ganze Zeit. Ja, Amina Schauer. Okay. Das ist meine. Ich bin mal gespannt, ob wir den Kristall kaputt kriegen. Hallo Menschen, Protoss, da wäre ein Kristall zu finden. Würde ich jetzt auch noch verteidigen. Sehr nett. Ja, mal, verbündete Einheiten. Also, ja, die andere Welt auch gehalten ist. Sehr schön. Hat er noch? Ich glaube, 1000. Und der ist gleich kaputt. Das heißt, einen müssen wir noch gerade den hier. Leute, hallo, da, Kristall angreifen. So, hier, da, angreifen. Die Unendlichkeit öffnet sich mir. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert, wenn ihr umdrehen würdet. Ah, oder vielleicht bleiben wir auch einfach gerade alle da. Bleibt doch alle gerade da. Oh. Jetzt ist Zeit für das letzte Gefecht. Solange jetzt hier dann keine gegnerischen Einheiten mehr kommen, sind wir eigentlich relativ sicher, dass wir den bald kaputt haben. Und dann haben wir es da gewonnen, obwohl wir eigentlich alles falsch gemacht haben. Letztes Mal ist das geheilt, ne, glaube ich. Es
Es wird geschehen. Ja, wir sind fehlgeschlagen, alle ihre Gebäude wurden zerstört. Okay, das war... Nachdem wir keine Brutstätte und auch keine Drohnen hatten, war das eigentlich fast klar. Okay. Ich hoffe, wir haben alle was gelernt. Wir haben wieder einiges falsch gemacht. Wir hätten nicht nur hier eine Brutstätte errichten, wir hätten auch da gleich eine errichten sollen. Die gegnerischen Einheiten sind ja nicht sehr expansiv. Das heißt, wir brauchen nicht so viel Verteidigung. Wir können allerdings nur 1, 2, 3 Brutstätten erschaffen und wir müssen halt Einheiten bauen. Ohne Ende. Wirklich ohne Ende. Und wir werden das Ganze dann in der nächsten Folge nochmal versuchen. Hoffentlich werden wir es dann besser machen. Puh. Ich darf euch fürs Zuschauen recht herzlich bedanken. Hoffe, ihr seid jetzt nicht mehr auch wieder dabei. Wir werden es dann vielleicht schaffen, die ganzen Kristalle zu vernichten. Und dann werden wir hoffentlich mit einer wunderschönen Videosequenz wieder belohnt, in der wir dann sehen, wie Kerrigan Amon endgültig zerstört. Tja. Ich sag ja, ich bin kein guter Strategiespieler. Mir fehlt scheinbar auch irgendwie die Fähigkeit, mich da schnell genug auf verschiedene Situationen einzustellen. Und naja, vielleicht wird es nächstes Mal besser. Hoffe ich mal. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis denn.